Hallo AFOPS, ich bin's, der Klaus von Bluebrix hier aus dem Noppenstein-Studio, ebenfalls von Bluebrix. Und ich habe euch wieder mal ein paar kleine Hundis mitgebracht. Gebaut hat sie wie immer meine Frau. Und ihr seht hier auch schon gleich, wie klein die sind. Das hier ist einer von unseren Hunden aus der Bluebrix Pro-Serie. Sieht so aus, haben wir euch schon vorgestellt. Der Bartosch kann das Video hier unten ja mal verlinken. Die liegen so bei 25 Euro und haben dann 2.500 Teile je nach Hund. Der hier, der kleine Beagle zum Beispiel, hat 2.200 Teile. Den stellen wir aber jetzt beiseite. Um den geht es nämlich heute nicht, sondern unsere Hunde haben Junge gekriegt. Ist das nicht süß? Ja, und da wir wissen, wie gut euch dieses Thema mit den Hunden gefällt, und meiner Frau auch, haben wir die natürlich bestellt hier. Von Bellody sind die. So sehen sie aus, gibt es eine ganze Serie, zeige ich euch auch gleich. Sind ein Stück kleiner. Wir reden hier zum Beispiel bei dem Husky genau über 753 Teile, liegt dann bei 10 Euro. Ja, sieht man auch schon mit der Teileanzahl und so, das korrespondiert in etwa. Und das ist also schon richtig schön gemacht. Was sie auch gut hinbekommen haben, die haben noch mal ein bisschen mehr mit so abgeschrägten Steinen gearbeitet, um trotz der geringen Größe, die wir hier ja haben im Vergleich zu den größeren Hunden aus der Bluebrix Pro-Serie, trotzdem halt die Formen alle schön rauszuarbeiten. Und ich muss sagen, das ist denen richtig gut gelungen. Hier die Ohren hier oben so spitz mit den dreieckigen Steinen, die Schnauze, die Zunge auch hier oben abgeflacht und so. Also das muss ich sagen, das ist denen schon richtig toll gelungen. Und das ist ja gar nicht so einfach, aus eckigen Steinen dann tatsächlich so natürliche Formen rauszuarbeiten. Ja, also ein Hochhaus, wunderbar, ja, gibt es nichts Besseres als Noppensteine für. Aber gerade so natürliche Formen, nicht ganz einfach. Und je kleiner das wird, je schwieriger wird das. Und daher muss ich sagen, das haben die schick hinbekommen. Auch wenn man sich hier hinten anschaut, so die Form des Rückens und so, das ist schon alles, das ist schon richtig gut gemacht. Gebaut, wie gesagt, hat meine Frau die beiden, auch hier den kleinen Schauschau. Und sie sagt insgesamt alles problemlos. Das Einzige hier, der kleine Schwanz hier von dem Husky, der ist hier beim Bauen immer mal wieder abgegangen. Dann hat sie ihn beiseite liegen lassen und zum Schluss wieder dran gesteckt. Gut, okay, das denke ich, ist aber auch nicht wirklich ein Problem. Ich zeige euch die Anleitung mal noch. Es ist natürlich wie immer hier bei den Diamond Blocks auch ein bisschen was über, weil die Teile so klein sind und die Maschinen haben immer das Mindestgewicht pro Stein, packen die immer automatisch rein. Und wenn das nicht ganz genau passt, dann landet eben öfter mal auch einer mehr drin, sodass man da eigentlich auch keine Probleme hat, dass mal irgendwie was fehlt. Am Ende hat sie ein Teil tatsächlich etwas länger gesucht und hat dann festgestellt, sie hat, das war irgendwie in zwei Breiter, und da hatte sie an einer anderen Stelle, hatte sie anstatt in zwei Breiten, hatte sie zwei Einer schon eingebaut und dann hat der Zweier hinterher gefehlt. Ja, gut, sowas, das kann passieren, da macht es dann durchaus auch mal Sinn, in der Anleitung nochmal zu schauen, wo hat man denn das Teil vielleicht eingebaut, was einem da jetzt fehlt. Am Ende, wie gesagt, aber war alles da. So sieht die Anleitung aus. Ja, das ist jetzt kein Buch, das ist übersichtlich. Das sind ja immer gleich ganze Schichten, die man dort aufbaut. Von daher auch durchaus noch entspanntes Bauen. Das Einzige, es ist halt mit den kleinen Steinchen schon ein bisschen friemelig. Ja, das ist so. Hat aber auf der anderen Seite auch den Vorteil, man braucht nicht so irre viel Platz, wenn man die Sachen dann hinterher irgendwo hinstellt. Und man hat natürlich für günstiges Geld enorm viel Bauspaß. Ja, 9,95 hier für, was habe ich gesagt, 753 Teile. Ja, also das ist ein günstiger, toller, schöner Bauspaß. Jetzt zeige ich euch aber nochmal die anderen Hunde, die wir jetzt aus dieser Serie von Bellody bekommen haben. Ich weiß gar nicht, was das alles für welche sind.
Der hier, den kenne ich aus dem Trickfilm von früher. Hier haben wir einen kleinen süßen Pudel. Na, das ist den Husky, den habe ich euch gerade gezeigt. Ist das ein Terrier? I don't know. Der sieht aus wie ein Golden Retriever. Na gut, das wissen wir auch alle. Ein kleiner Dackel. Ja, also, und hier liegen wir überall so teilemäßig bei 700, 800, vielleicht auch mal bei 900 Teilen. Und es gibt auch noch eine Größenordnung darüber. Ja, da liegen wir dann teilemäßig auch wieder so bei etwa 2000. Ne? Einfach mal schauen bei uns im Onlineshop auf www.bluebricks.de. Da findet ihr all diese Hunde und auch noch ein paar mehr. Und von den Bluebricks Pro-Hunden, ich glaube 6, 7 Stück haben wir. Da ist sogar inzwischen eine Katze dabei. Lohnt sich also auf jeden Fall. Und bevor ich jetzt mich verabschiede, fassen wir den hier noch mal einmal zusammen. Das ist nämlich der Husky von Bellady. 9,95 Euro kostet er mit 753 Teilen. Und wir reden über entspanntes Bauen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß bei dem entspannten Bauen, denn Noppensteine kann man ja nie genug haben. Und deshalb gibt es demnächst mehr aus dem Noppenstein-Studio von Bluebricks. Bis dahin, euer Klaus. Tschüss.